Ich bin immer noch auf der Suche, was ich so tun kann gegen die Ungerechtigkeiten, die ich halt so sehe und was ich als Einzelner halt machen kann, ohne auch selber auszubrennen. Das ist für mich so ein ganz großes Thema. Einzelne haben eine enorme Wirkung, wenn sie Wellen aufgreifen und verstärken. Und da gilt dann auch das Motto eines afrikanischen Sprichworts: Wenn viele kleine Leute viele kleine Dinge tun, verändert es die Welt. Also wenn man sich eine weltweite nachhaltige Entwicklung unter Wohlstandsbedingungen für 10 Milliarden Menschen vorstellt, dann brauchen wir dramatische Veränderungen einerseits technischer Art. Das heißt, wir müssen mit sehr viel weniger Ressourcenaufwand deutlich mehr Wohlstand produzieren, damit 10 Milliarden Menschen mit einem hohen Wohlstand ausgestattet werden können. Aber die Natur des Wohlstands ist dann auch anders als heute. Sie muss, die Natur, sehr viel stärker dematerialisiert sein. Also sehr viel mehr Dienstleistung und nicht so viel Hardware, was immer das ist. Ja, nicht so viel Stahl, nicht so viele Steaks, nicht so viel Benzin, sondern von allem weniger, aber trotzdem in einem gewissen Sinne wertvoller. Okay, also meine krassesten Erfahrungen, denke ich, waren so, ich habe einige in den Schulferien Fahrradtouren gemacht und dort war ich wirklich Wildcampen, hatte nur meine Gepäcktaschen und habe im Fluss gebadet und abends Spaghetti gekocht auf meinem kleinen Trangia-Kocher und so. Und ja, da habe ich halt gesehen, okay, mit so wenig möchte ich nicht leben, aber es war trotzdem sehr, sehr wichtig, diese Erfahrung für mich zu machen, weil ich dadurch andere, also wieder Dinge wertgeschätzt habe und gesehen habe, die ich immer als selbstverständlich erachte. Allein, dass ich auf eine Toilette gehen kann, dass ich jeden Tag duschen kann, dass ich ein warmes Bett zu Hause habe. Wir hatten ja zuerst den Vortrag von dem Kaldas. Ja, er hat so eine unglaubliche Art und Weise, dass man das Gefühl hat, Visionen können Wirklichkeit werden. Also was der Mensch sich getraut hat durch seine Verrücktheit einfach auch, dass er da irgendwie in Walmart sich eingeschleust hat und da wirklich so viel verändern konnte, das hat mir ganz neue Hoffnung gemacht. So I have been working as a corporate sustainability consultant for many years now and helping companies to understand how can they become more efficient economically and in the way they do business by integrating social environmental issues, you know, issues of efficiency, resource use and management. And I was very keen to travel the world to be able to learn more and be able to interact with people worldwide. So in a way, I'm very fond of this bunch of young people, you know, going on the bikes, because it was my situation, you know, 30 years ago. And it's people like this that can make a change, you know, because they together can envision a new world and a possibility of change in the world and in the right direction. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich die jungen Leute mit ihrem ganzen Enthusiasmus auf diesen Prozess einlassen. Aber verstehend, das ist ein generationenübergreifender Prozess einer langen Kette. Also es hat mir auf jeden Fall wieder Motivation gegeben, mich nicht in meinem Schneckenhaus zu verkriechen, sondern doch gerade in meinen jungen Jahren auch noch was Verrücktes zu wagen. I think, you know, young people, people like the ones that are part of this program, first of all, they should believe in themselves, they should believe in their feelings, they should believe in their gut feeling that, you know, they have something to do and something to change.